Hier kocht die Hühnerbrust für den Salat. Die Hühnerbrust ist schon fertig gekocht und die wird jetzt einfach in Streifen geschnitten. Also nicht geschnitten, sondern einfach geteilt. So, ich habe vorhin schon gezeigt. Die Sachen sind schon alles vorbereitet, was man alles dafür braucht. So, und zum Schluss wird es mit Mayonnaise vermischt. Das wird jetzt mit, ich glaube, Frischhaltefolie eingepackt und das kommt dann in den Kühlschrank. Also meine Lieben, meine Kleine macht gerade Kekse, Zebrakuchen, meine Lieblingskuchen. Der Zebrakuchen ist schon fertig. Der ist sehr, sehr weich. Meine Lieben, Kraut ist auch auf dem Herd, weil ich habe vor, Sarma zu machen. Meine Lieben, ich bereite Fleisch, also faschiert für Sarma. Wie gesagt, ich habe vor, Sarma zu machen. Sarma ist schon fertig. So, hier ist dann auch noch ein anderes Gericht. Das Rezept haben wir gepostet. Das werdet ihr dann sehen, welches Rezept das ist. Und meine Mutter schneidet die Zwiebel für das Fleisch. Ganz genau. Meine Mutter tut nebenbei das Geschirr abwaschen, während das Fleisch kocht bzw. jetzt bratet, keine Ahnung. Und so, das Essen ist schon fertig. Hier ist Fleisch mit Kartoffeln, also ein Eintopf sozusagen. Dann hier Reis mit Erbsen und Mais. Und hier, wie vorhin schon gesagt, Sarma. Und später beim Tischdecken kommen dann noch die ganzen Salate dazu. Meine Lieben, wir tun jetzt den Abend bzw. den Tisch vorbereiten, denn wir bekommen dann Gäste. Ganz Genau. genau. Wir warten auf unsere Freunde. Sie kommen bald. Genau. Und fangen wir jetzt an, Tisch zu decken. Ja. So, die Teller und das Besteck haben wir alle schon vorbereitet. Es fehlt nur noch das Essen. Das sind die Salate. Die werden jetzt noch hier drauf gegeben. Dann haben wir, ich glaube, Salatblätter. Zum So, das. Dekorieren. Genau. Dann haben wir noch Tomaten und Radieschen zum Knabbern. Beziehungsweise einfach zum Dekorieren essen. So, die Salate haben wir jetzt auf andere Teller reingelegt. Und der Tisch wird dann noch hier voll mit Essen sein. Reis und Sarma wurden jetzt in eine Schüssel gegeben. Und das wird auch natürlich auf den Tisch gelegt. Hier wird jetzt Schwarztee gemacht. Die Kerze lässt den Tee warm. Und hier ist dann der Tee drinnen mit dem Beuteln. So, der Tisch ist fertig gedeckt und was haben wir jetzt vor? Wir haben jetzt vor zu essen. Meine Genau. Freunde kommen auch bald. Also, Tisch ist schon gedeckt und ja. Wir werden den Abend genießen. Genau. So, ich zeige euch nochmal die ganzen Köstlichkeiten.